Um es kurz auszuholen, mein Mandant ist ja der sogenannte Waffenlieferant. Ja, er sitzt deshalb heute bei Gericht, weil er tatsächlich, und dazu ist er auch geständig, die Tatwaffe geliefert hat, ja, im Rahmen eines Waffendeals. Ja. Allerdings ist natürlich ein Waffenhändler noch lange nicht der Täter. Nichtsdestotrotz hat die Staatsanwaltschaft Wien ihn angeklagt, sozusagen mit der Begründung, dass er in die Tatpläne wohl eingeweiht gewesen sein muss. Ja. Wenn man heute, wenn Sie mich fragen, eben den ersten Prozesstag resümiert, kann man natürlich noch nicht viel sagen. Ja. Es sind ja heute nur die Plädoyers sozusagen zum Vortrag gekommen, aus Sicht der Verteidigung durchaus schlüssig argumentiert. Tendenz war natürlich, und das ist auch mein Eindruck, es ist ganz was Schreckliches hier passiert, ja, an diesem denkwürdigen 2. November 2020. 4 Tote. Allerdings, der Attentäter ist eben auch tot. Und da ist ein bisschen so die Tendenz, es muss sozusagen, er kann ja nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden, der Schuldige. Jetzt muss man halt versuchen, ob es weitere Leute gibt, die man hier zur Verantwortung ziehen kann. Ja? Das ist sozusagen ein bisschen die Tendenz. Aber die Anklageschrift ist auch wirklich mehrere hundert Seiten, also sehr umfangreich. Aber wenn man sich genauer betrachtet, ist nicht wirklich jetzt was Handfestes sozusagen vorhanden. Es sind alles so angebliche Puzzlesteinchen, Indizien, nur bei näherer Betrachtung, und das ist auch mir, wie gesagt, im Zuge der Recherchen dann auch aufgefallen, sind Sachen in der Anklage richtiggehend falsch wiedergegeben worden. Ich will jetzt nicht auf Details, aber ich habe es heute im Rahmen meines Plädoyers schon erwähnt. Beispielsweise ist offenbar ein Fehler passiert bei der Auswertung, also die Sendemasten, wo das Handy meines Mandanten eingeloggt war, sind offensichtlich den falschen Adressen zugeordnet worden, woraufhin die Staatsanwaltschaft zur Schlussfolgerung gelangt ist, dass mein Mandant in der Wohnung des Attentäters gewesen sei. Das bestreitet er aber vehement. Sie sagen, Sie können nichts Konkretes sagen. Eine schreckliche Tat, ein schrecklicher Tag für Wien und Österreich. Ja, ich kann mich auch noch sehr gut an diesen Tag erinnern. Ich war nämlich zufälligerweise sogar bei euch im Studio an diesem Tag und bin dann noch rechtzeitig mit dem Taxi nach Hause gekommen. Mich hat es auch noch gewundert, damals der Schwedenplatz war voller Blaulicht erleuchtet und ich habe mich eigentlich gewundert, dass ich da so sang- und klanglos dann doch noch nach Hause fahren konnte. Das weiß, glaube ich, jeder, was er da wie wo gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Eine Frage habe ich. Sie haben jetzt Ihren Mandanten schon öfter wahrscheinlich erlebt, mit ihm gesprochen. Wie schätzen Sie ihn denn ein? Was sagt er denn? Gab es persönlichen Kontakt oder wie beurteilt er das Ganze? Noch einmal, es war ein Arbeitskollege, aber die hatten überhaupt keinen näheren Kontakt. Das ist ein Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern und mein Mandant hat in einem ganz anderen Team gearbeitet. Ja? Das, was mein Mandant, und das ist ein Mensch, der gewissenhaft ist, was meine Mandanten sozusagen, trotzdem, dass er natürlich juristisch nicht zur Verantwortung zu ziehen sein wird, ja, außer verbotener Waffenhandel, natürlich wird er verurteilt werden, aber nicht für Mord, nicht für Beteiligung an einem terroristischen Anschlag. Das wird man ihm niemals nachweisen können, weil es auch nicht so war. Trotzdem geht es ihm schlecht. Ja. Es geht ihm nicht nur schlecht, weil er 2 Jahre jetzt schon in Untersuchungshaft ist. Das ist natürlich eine enorme psychische Belastung, noch dazu in Einzelhaft aufgrund der vorgeworfenen Delikte. Sondern natürlich, dieser Mensch hat auch ein Gewissen. Ja. Und er denkt schon daran, dass es sozusagen der Deal war, den er eingefehlt hat, weil er halt Geld gebraucht hat, ja, oder ja, ein Geschäft gewittert hat, dass das zu so schrecklichen Konsequenzen führte. Ja. Das ist natürlich, das muss man mal irgendwo auch verarbeiten können. Ja. Und das natürlich, das nagt an ihm. Ja. Aber rein juristisch, mein Mandant ist ein Mensch, der mit IS überhaupt nichts am Hut hat. Er ist völlig unpolitisch, das hat auch der Verfassungsschutz anerkannt. Ja. Also das ist auch die Staatsanwältin, die heute gesagt hat, richtig ist, dass mein Mandant nichts mit IS am Hut hat. Er ist auch der Einzige, der sich nicht irgendwie verändert hat, Bart abrasiert und so weiter. Es ist ein unpolitischer Mensch, er hat mit IS nichts zu tun, er war nicht in die Tatpläne eingeweiht, er hatte keine Ahnung, was dieser Wahnsinnige damit vorhat. Und damit ist er natürlich im strafrechtlichen Sinn unschuldig. Fühlt er sich persönlich schuldig? Naja, das habe ich schon angeschnitten. Es ist schuldig. Ich meine, er macht sich natürlich schon
irgendwie Vorwürfe. Es ist einfach nicht leicht. Ich glaube, als Mensch mit einem Gewissen, jeder Mensch, der ein Gewissen hat, der so einen Waffendeal sozusagen da initiiert und dann passiert sowas damit, glaube ich, dass jeder Mensch, der ein Gewissen hat, natürlich dann im Nachhinein erschüttert ist, weil es sind mehrere Menschen gestorben. Aber noch einmal, er ist ein anständiger Mensch, der Mensch ist über 30, er ist auch völlig unbescholten, der ist nie irgendwie strafrechtlich in Erscheinung getreten. Ja? Das ist ein Mensch mit Gewissen, dem das natürlich leid tut, was da alles passiert ist. Ja? Aber er ist juristisch dafür in keiner Weise zur Verantwortung zu ziehen, ausgenommen natürlich, und dazu bekennt er sich auch schuldig, dass es ein verbotener Deal war, ein verbotener Waffenhandel, und das ist nach dem Waffengesetz selbstverständlich auch strafbar und er wird auch dafür verurteilt werden, aber ich bin überzeugt, dass er niemals wegen Beteiligung einer der terroristischen Straftat oder gar ein Mord hier verurteilt werden kann, weil er es eben nicht gewusst hat, er war in die Tatpläne nicht eingeweiht. Er ist angeklagt, also wird es bestimmte Indizien geben, die dafür eine Involvierung inwieweit auch immer sprechen. Wie beurteilt er die Situation? Wie beurteilen Sie die Situation? Glauben Sie, dass da irgendwas nachgewiesen wird? Oder sind Sie vollkommen überzeugt, er wusste wirklich nicht, was er da hat? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn nicht irgendwelche ganz geheim gehaltenen Pfeile hier noch im Köcher sind, ja, dann ist es aufgrund der derzeitigen Indizienlage eigentlich ausgeschlossen, dass er verurteilt wird, weil es ist ja sogar so, dass das mir jetzt ja schon gelungen ist, hier Fehler in der Anklage und in den Ermittlungen aufzuzeigen. Ja, das sind ja Verwechslungen sogar passiert von Zeugen, Namensverwechslungen. Also ich bin da schon relativ zuversichtlich. Aber wie gesagt, das Verfahren wird noch sehr lange dauern, viele Tage. Es werden Zeugen gehört werden. Es ist jetzt vermessen, wenn man da hier vorgreift. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass ich in diesem Fall, in diesem speziellen Fall, schon zuversichtlich ist. Und wie gesagt, mein Eindruck, es ist ja im Bericht auch erwähnt worden, dass es eben sehr emotional sozusagen zugegangen ist und das Ganze mit viel Emotionen verbunden ist. Und das ist eben auch mein Eindruck, ja, dass sozusagen es ist so was Schreckliches passiert. Und man hat natürlich das menschliche Bedürfnis, dass die Verantwortlichen auch bestraft werden. Aber der einzige Verantwortliche, ich bin überzeugt, dass das ein Einzeltäter war, ja, es ist ja niemand anders dann mehr gefunden worden, also ein Einzeltäter, der kann nicht mehr bestraft werden, also muss man halt jetzt versuchen, sozusagen andere Leute zu verurteilen. Und ein bisschen ist schon auch eine Ablenkung auch vom Versagen der Behörden, weil eines, was ja eigentlich zu wenig erwähnt wurde, ist ja, dass der Attentäter sehr wohl auch unter Beobachtung des Verfassungsschutzes bereits gestanden ist und es bereits Hinweise gegeben hat, dass die Slowakei über diesen verbotenen Munitionskauf, den Versuch eines verbotenen Munitionskaufes, und die Behörden keinen Anlass gesehen haben, hier gleich einmal durchzugreifen. Es wäre, wenn man rechtzeitig gehandelt hätte, wohl dieses furchtbare Verbrechen zu verhindern gewesen. Sie sagen, das sind Arbeitskollegen gewesen, aber was hat sich denn Ihr Mandant dabei gedacht, diese Waffe zu übergeben? Was hat er denn gedacht, was passiert damit? Leider gar nichts. Also ich denke mir mal, das sind so die, wissen Sie, der denkt sich halt, ja, da vielleicht braucht er für die Selbstverteidigung Corona-Zeiten. Also Tatsache ist, ein verbotener, auch wenn ein Waffenhändler ist, nicht der Täter und auch nicht, wenn es verbotener Waffenhandel ist. Das würde jeglichen Grundsatz des Strafverfahrens zuwiderlaufen. Man kann jemandem das nicht unterstellen. Also es ist nicht der einzige Grund, eine Waffe zu besitzen, um damit jemanden umzubringen. Eine Waffe kann natürlich auch zum Zwecke der Selbstverteidigung eingesetzt werden. Aber da muss ich kurz einhaken, weil das war ja eine Langwaffe. Das war jetzt ja nicht was, was man... eine Langwaffe kann ist schon... Da sollte man sich wundern, wenn man so eine Waffe besorgt. Angesetzt sind 18 Verhandlungstage. Ich glaube 18 Tage, ja. 17 oder 18. Gehen Sie davon aus, dass das vollkommen ausgeschöpft wird? Das ist ganz schwer zu sagen. Es haben heute zwei Verteidiger weitere Beweisanträge gestellt. Also das droht dann schon ein bisschen wieder sich in die Länge zu ziehen. Das hängt wirklich davon ab, wie lang und breit jeder aussagt, wie lang die Zeugen brauchen. Das ist immer ganz schwer eben vorhersehbar, wie lange, ob das wirklich bis Februar hinein ausgeschöpft wird. Können Sie verstehen, warum das Ganze so emotional aufgeladen ist, das Verfahren? Also das kann ich wirklich verstehen, weil ich war ja, wie gesagt, damals auch selber
dabei und da sind wirklich Emotionen gewesen und das hat auch mich damals wirklich erschüttert. Ich bin im Studio gesessen und habe die Schüsse mit einer Freundin telefoniert, die hat sich Sorgen gemacht und habe die Schüsse live mitbekommen und da sind junge Menschen gestorben. Also es ist an Schrecklichkeit nicht zu überbieten und da darf man niemanden vorwerfen, hier emotional zu sein. Trotzdem leben wir in einem Rechtsstaat, ja, und da darf man sich eben gerade im Prozess nicht von Emotionen lenken lassen, sondern da muss man halt wirklich die nüchternen Buchstaben des Gesetzes beachten und nur dann jemanden verurteilen, wenn seine Schuld auch wirklich zweifelsfrei feststeht. Sie haben es jetzt kurz angesprochen und Sie sagen, Sie versuchen sachlich zu bleiben. Ein Prozess muss sachlich sein. Wie schwer ist das denn für Sie persönlich? Also für mich ist es in dem Fall nicht besonders schwierig, weil ich meine, ich will nicht sagen, dass ich jetzt abgebrüht bin, aber gewissermaßen bin ich es, ja. Also es ist ja nicht mein einziger, ich habe ja schon ganz andere Mordprozesse geführt und es ist trotz allem ein Verfahren unter vielen und es ist jetzt nicht so, dass mich das, wie soll ich sagen, ich habe die sachliche Distanz in dieser Angelegenheit. Ich rechne, wie gesagt, mit einem Freispruch, aber selbst wenn, was ich nicht glaube, es anders ausgehen sollte, würde ich auch das grundsätzlich einmal akzeptieren, wenngleich, wenn es nicht weitere Beweise gibt sowieso nicht, aber Indizien zutage kommen und er aufgrund der derzeitigen Indizien verurteilt wird, dann würde halt mein Glaube an den Rechtsstaat einen weiteren sozusagen Dämpfer bekommen, aber ich bin ja bekannt, dass ich ohne dies eher kritisch bin, nicht? Bei Gericht und auf hoher See ist mein Gottes Hand, das ist immer mein Spruch gewesen, ja.